Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Tutorial zum Thema Was ist elektrischer Strom? Wie wir bereits im vergangenen Video gesehen haben, erreichen wir durch die Trennung der Ladungsträger, also durch die Trennung der Elektronen von den Protonen, eine elektrische Spannung. Wenn wir nun verhindern, dass die Elektronen wieder zurück zu den Protonen wandern, halten wir die elektrische Spannung aufrecht und können sie nutzen. Zum Beispiel, indem wir den Pluspol mit dem Minuspol verbinden. Dies können wir machen durch eine metallische Verbindung, durch einen Leiter beispielsweise. Und wenn wir uns den Leiter genau anschauen, dann sehen wir auch hier, dass wir dort positiv geladene Protonen haben, die fest verankert sind, und negativ geladene Elektronen, die frei beweglich sind. Wenn wir uns nun den Pluspol der Spannungsquelle einmal anschauen, sehen wir hier, dass wir positiv geladene Teilchen haben, also die Protonen, und diese Protonen ziehen diese Elektronen an. Auf der anderen Seite, also an dem Minuspol der Spannungsquelle, sehen wir, dass die Elektronen überwiegen und diese Elektronen stoßen die frei beweglichen Elektronen in dem Leiter ab, sodass wir eine Kraftwirkung haben, die hier unten nach rechts wirkt, oben nach links wirkt, und die Elektronen werden so von dem Minuspol zum Pluspol gedrängt. Die Elektronen fließen also von Minus, vom Minuspol zum Pluspol, und diese Stromrichtung nennt man die physikalische Stromrichtung. Als man die Elektrizität entdeckt hat, hat man definiert, dass der elektrische Strom von Plus nach Minus fließt, und man damals noch nicht wusste, dass die Ladungsträger, die eigentlichen Ladungsträger, die Elektronen negativ geladen sind. Diese Stromrichtung nennt man die technische Stromrichtung, und die technische Stromrichtung läuft von Plus nach Minus. Auch heute arbeiten wir in Elektrotechnik hauptsächlich mit der technischen Stromrichtung. Das heißt, wenn wir von dem elektrischen Strom sprechen, dann fließt der elektrische Strom im Gleichstromkreis von Plus nach Minus. Nochmal zusammenfassend die Begriffe aus den letzten beiden Videos. Zum einen haben wir die elektrische Spannung mit dem Formelzeichen U und der Einheit 1 Volt und die elektrische Stromstärke mit dem Formelzeichen I und hier ist die Einheit 1 Ampere.